Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Operation Marsch Version 1.4, Produktion 1.5. Alles auf dem aktuellen Stand. Wir werden jetzt Schweine füttern. Wir haben die gerade sauber gemacht. Hier geben wir die auch gleich Wasser. Eine Spezialpumpe. Den Schweinen sollte nicht schlecht gehen. Ja, der Hexer steht zwar leider, aber gut. Kann man nicht ändern. Tiere gehen vor. Wollen wir mal Kühe auch noch gucken. Kühe auch noch. Ah, das wird auch noch was. So. Ja, Lohnzahlung verstehe ich überhaupt nicht, aber gut. Ich denke mal, sobald wir die Mods runtergehauen haben, das wird bald passieren. Die meisten jedenfalls. Muss ich mal befassen, jetzt nachher, nächsten Tage. Am besten nach der Spätschicht. Dann bin ich meist müde. Ein bisschen mehr zum 7D-Lust als zu löschen oder so. Das hier, das ganze Vorbereiten mit dem Ton und mit dem. Das hat mir schon Nerven gekostet. Man muss aber drauf kommen, wo er noch liegen könnte, das ist das ganze Problem. Man kann ja rätseln und machen und tun, aber. Woraus man liegt, das weiß man nicht. Man keine. Ich wollte schon externe Hilfe holen, oder? Wie gesagt, nee. 80 Euro, machen wir ein bisschen zu fett. Vor allen Dingen, wenn man dann doch nur was anklickt und dann, ne? So, da sind also zwei Schweine drin, aber macht ja nichts, ne? Auch die wollen ihr Futter haben, ne? Ja, mit Deichsel soll das Ganze vergessen und Traktor fahren, das wird nichts. Da wirst du rückwärts fahren nicht glücklich. Deshalb auch ein Hänger hier ohne bewegbare Deichsel, sondern einfach nur so ein starres Anhängerdings da. Ja, wie kann ich hier sein? War auch so. Jetzt fahren wir gleich rüber und ey, wir haben noch Rüben und Kartoffeln. Na ja, gut. Heute haben wir Mitte Herbst, also. Du kannst das Gras kaputt fahren. Das dusselige Unkraut, das bleibt stehen. Also das ist ja auch wieder so. Gut, das soll vielleicht Deko sein, ne? Okay, aber das ist immer komisch. Wenn du Gras höher fährst, geht alles kaputt, aber Unkraut, das bleibt stehen. Also ist, naja, gut. Man kann nur das machen, was man programmiert, ne? So, sind wir da. Die Pfutter. Wasser habt ihr schon, geputzt ist auch. Ja, geputzt, geputzt. Ja, ich ein bisschen mehr, ne? So, haben wir Anhänger drin. Muss ich mal gucken, wegen Mischfutter muss ich mal schauen. Und hier müssten wir auch Stroh machen. Also müssten. Anhänger, Anhänger, Anhänger ist da hinten. Oh, da komme ich durch. Weil die Kühe fressen immer noch Gras, ne? Das Gras geht weg. Aber noch, ach, Gras geht nicht mehr lange. Kommt dann der Herbst, der späte Herbst und dann ist bald vorbei mit Gras. Ob meine Wiese reif geworden ist, dann muss ich auf 1 stellen, ne? Dann auf 1. War der verkehrte Modus übrigens, ne? Aber es geht wieder schneller. Das war schon richtig. So, Gras. Na, das wird nicht reif. Vielleicht
Vielleicht, vielleicht, nur ganz vielleicht. Wir düngen im Frühjahr. Da haben wir auch noch Zeit. Erstmal ist wichtig, dass wir unsere Kühe versorgt kriegen. Dann können wir dann gucken, was auch die Rüben machen. Da überlege ich mir, dann ist es gut, ne? Wer kippt dann noch an derselben Stelle rauf, ne? Naja, gut, das ist mir egal. Da haben wir Stroh, ne? Das kippt man gleich rein bei den Schweinen. Die kriegen ja Stroh. Anderen nicht, aber eine BGH so wenig zahlt, auch für eine Gülle hier. Schlecht, ne? Aber man könnte es verwerten, ne? Aber den werden draus Dünger herstellen und dann verkaufen. Den Dünger. Ja, da geht kein Stroh hin. Oh. Da geht's. So, Mischfutter holen. Und dann gibt es nachher Stroh für alle. Den Rest aus dem Lager holen, denke ich mal, oder nicht? Ja, cool. Ja, Milch haben wir noch keine. Ja, aber nur weil Umzug war zu vierfach, sonst hätten wir schon Milch gehabt. Aber gut, das war eigentlich vorauszusehen. Aber halb so wild haben wir hier, machen wir erstmal voll und dann schauen wir nach, was wir drin haben, ob wir noch einkippen können, ob wir die Silage holen müssen noch oder ob es was anderes fehlt. Was fehlt? Er arbeitet noch. Silage ist noch gut drin. Stroh auch. Heu wird näher knapp. Heu müssen wir im Lager haben, ne? Das habe ich ja gesagt, dass wir Heu noch machen könnten. Gras, Heu, ja, da haben wir mit dem Lager. Aber ich denke mal, es wird noch reichen. Zur Not. Wir müssen das Lager noch nehmen, das wir im Lager haben. Dann haben wir 400.000. Das dann mal 2 ungefähr. Naja, gut, da werden wir gut hinkommen. Ne? Bis im Frühjahr gibt neues Heu. Wir haben mal Wiesen gemacht, also wollen wir mal eine Wiese Heu machen. Ne? Daran soll es nicht scheitern. An Heu. So, was haben wir hier Zeit? 8. Ich habe hier nicht gedrückt. Wenn ich aufpasse, ist überzogen worden. Die Folgen sollen nicht so lang sein, ne? Das ist irgendwie ungünstig für YouTube. Statistik und all so ein Zeug. Und kostet ja auch Zeit, ne? Muss ja auch alles bearbeitet werden. Aber das ist egal, ich habe mal so entschieden, dass ich es mache, mache ich es auch. So, aber die erste Ladung. Ja, verfressen wir hier. So. Abu. Wenn wir die ersten Kälber haben, du, dann haben wir wieder, ja, den nächsten Stall zu versorgen.
Aber kein Problem. Kriegen wir alles im Griff. Können ja auf eins gehen, ne? Zur Not. Weil der Tag wird immer kürzer, ne? Ja, gehen wir auf eins für eine Weile, solange wir hier mit Tierversorgung. Lieber am Tage ein bisschen langsamer und nachts dafür schneller. Im Dunkel fahren ist ja auch nichts, ne? Wenn wir ja auf 3 Tage gehen und so einspielen, meistens jedenfalls am Tage. Besonders zur Erntezeit. Aber dann kommen wir schneller voran. Und wenn wir dann feststellen, wir kommen nicht voran, beziehungsweise wir schaffen das nicht, dann können wir noch erhöhen wieder. Also am Anfang haben wir es auch geschafft. Werden wir es auch schaffen, ne? So, das ist voll, das ist voll. Den Rest haben wir jetzt in ein Lager rein. Und dann holen wir uns ein Lager Stroh. Weil Stroh ist auch wichtig. Und Wasser. Traktoren sehen aus. So. Oh Mann. Aber da wird alles verhökert. Dann geht alles komplett weg. Alle Fahrzeuge normalerweise. Zumindest. Ja, alle. Hopfen haben wir auch drin. Wollten wir noch ein Feld machen? Ich weiß gar nicht so genau. Was haben wir vergessen? Da noch die Silage. Gut, das passt eh. Brauchen wir eh. Den brauchen wir denn den LKW für Ferkel umsteigen. Das machen wir nicht heute. Silage, das passt doch. So, immer gewinnt hier ein Stroh. Hopfen war fertig gewesen, das weiß ich. So ganz senil bin ich noch nicht. Aber kann er noch werden, ne? Man weiß ja nicht, ne? Ja, das wäre schlimm, ne? Das einzig Gute, man merkt dann nicht mehr, denke ich mal, ne? Dass man dann sagt, okay, das ist halt so, ne? Ein bisschen Gehirntraining machen mit LS hier, überlegen und denken und so. Ja, da denkt mein Opa denkt damals. Oh. War nicht mehr schön. So. Ja, er. Da haben wir auch schon 50.000 drin, siehst du? Dann können wir den Fall des Falles theoretisch sogar 50.000 das nächste Mal hier rausholen und dann haben wir das Lager. Na gut, das ist egal, wo wir rausholen. Lager sind auch gut aufgehoben. Verkaufen wollte ich eigentlich nicht, weil ich nicht genau weiß, ob es überhaupt hinreicht. Wenn wir ja was kaufen müssen, also Stroh und das Zeug, also nach Stroh wollen wir eigentlich nicht kaufen normalerweise. Aber wenn wir es alles kaufen müssen, nachher. Viel Stroh haben wir auch nicht zur Verfügung nächstes Jahr. Aber der passt genau rein, wie angefertigt, ne? Wenn Strom ein bisschen fehlen sollte, das ist nicht ganz so tragisch, als wenn jetzt theoretisch Futter fehlen würde. Ne? Also Futter wäre schon richtig tragisch. So, man muss gleich düngen, sage ich schon.
Wasser geben, ne? War ja auch schon halb leer. Aber war was drinne und zum Not komplett pumpen gegangen, ne? Nicht so eng. Pumpe geht ganz gut. Heutrocknung, ja, das, Produktion muss ich drin lassen im Mod-Auto, das steht fest. Und die Betriebe auch. Die werden noch nicht stören, also das wird nicht so sein. Gut. Jetzt wollte ich mal schauen. Punktum Mais ist Häckselgut, ist reif. Kartoffeln und auch noch nicht reif. Okay. Dann haben wir nichts passiert. Haben wir nicht, nichts, was wir jetzt verpasst haben. Hier, das ist zwar erledigt. Und wollte eigentlich hier pflügen. War hier Drescher. Okay. Und da ist das andere Fahrzeug. Ich glaube, da muss gepflügt werden. Ja. 13 muss gepflügt werden und die 3 auch. Dann müssen wir gleich mal einen Gang beginnen. Wo haben wir unseren anderen LKW? Traktor? Mit. Na, Shop nicht. Das hat Düngeranhänger. Okay. Denn ich hatte den GGB hatte ich auch gehabt zum Düngen, das Pflügen. Ja, der war unterwegs. Ah, wo ist der Anhänger gepackt? Das ist der Traktor mit Dünger. Die Maschine. Drescher. Das ist unser für Stroh. Schauen wir mal, ne? Dann können wir pflügen lassen. Ist ja Wahnsinn. Wollte ich den gelassen? Sehe nicht. Scheiße, eine Woche her ist das nicht schön, nicht gut. So, hier war Gras drin, alles gut. So. Ich hatte hier gepflügt gehabt und wollte. Ja, was wollte ich, genau. Gewicht, Gewicht, Verteiler. Ja, das ist schon. Und da oben haben wir nichts. Da haben wir nicht geflügt. Wir sehen mal hier auf der Wiese was aus, und zwar auch Weizen, da wir nicht so was verdienen können, ne? Wo das Feld ein bisschen zu ja, für die Maschine zu klein ist. Müssen wir mal schauen. Fangen wir in die Ecke an, ne? Das ist eigentlich ungünstig. Die Maschine ist zu groß. Wir fahren jetzt im Hof zurück. So, liebe Show, das soll es heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann sagt mal Tschüss und den Wink geben. Mal sehen, vielleicht finden wir noch eine Maschine wieder. Ja, man sieht sich dann vielleicht zur nächsten Folge wieder. Tschüss.